Okay. Ja, was war das denn? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir können doch jetzt den Zauber machen, warte mal. Aber wir wissen ja immer noch nicht. Stimmt. Ja. Kommt, bringt! Das geht. So, diese Symbole unten. Keine Ahnung, wahrscheinlich in der Reihenfolge. Ich habe noch keine Ahnung, wie es geht. Hey, das Ding zeigt mir hier an. Da war gerade auch ein Geräusch. Hier. Hä? Was wollen die von mir? Wo bin ich denn jetzt? Das ist also der unterirdische Hafen. Hä? Was ist das hier? Man kann Steine werfen hier. Oh. Warte mal. Ich hab lange nicht mehr gemacht, also ich bin schon lange nicht mehr hier im Spiel. Haha. Ich bin schon 500 Speicher. Was ist sonst hier noch was? Jo. Revelio. Gelernt. Aber was muss ich hier machen? Hä? Muss ich wieder raus? Was habe ich überhaupt markiert? Warte mal. Hä? Hey. Hey, ist der Auftrag? Ach so. Ah, das haben wir gemacht. Hm. Ich glaube, das ist das Leichteste. Gehen hier rum. Kein Bock, den ganzen Weg hier wieder zurückzugehen. Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass das eine Quest halt ist, ne? So, wo ist der Puppe gerade? Nicht richtig? Nicht. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Oh, nee. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher in... Wenn ich nur so das Buch von dir bekomme, dann bringen wir es eben hinter uns. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Wie das? Der goldene Schnatzer. Richtig.
Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicis? Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Der Ellie Hotzi-Trank? Der Aufpeppeltrank. Der Aufpeppeltrank. Leider lautet die Antwort Felix Felicis. Da er dem Felix? Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Was? Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Richtig! Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Kam Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Hatte zwei, wären es. Quaffel? Ich hab Klatsche, ne? Der Klatscher. Tut mir leid, aber richtig wäre der Quaffel. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Wahr. Tatsächlich lautet die Antwort falsch. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So. Ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Nein, bitte nicht. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Ach du Scheiße, nee. Nein, ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Interessant, sag aber Bescheid, wenn du bereit Harry Potter bist. Fans, aber nee, ich danke. Habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Okay. Warte mal. Aufträge. Ja, das müssen wir mal. Wir haben auch keine einzelne Hauptquest, ne? Das ist echt krass. Na komm, lass uns das noch machen. Warum leckt das denn jetzt? Na komm, wir gehen zu Fuß hin. Shit da. Shit drauf. Ich weiß nämlich nicht, wo die hinführen. Kann man nicht mal runterspringen? Revelio! Aber wo ich hier auch gehe, ist eine Bibliothek. Gut, ja. Weißt du, wie kommt das immer, dass die Bibliothek immer leise sein soll? Damit die anderen lesen können, oder wie? Was ist denn hier? Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist das vielleicht endlich sicher. Das ist die Hauptquest. Dracheneffekte. Na warte, ich geh erstmal hier in den Unterricht. Karte öffnen und Zeit beschleunigen, ne? So. So Jungs, stark auf dem Boden, ich weiß. Aber danke, dass ihr auf mich drauf getreten habt. Bitte. Ruhe, bitte. Ruhe, bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen.
Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. So. Ja, gut. Ja. Egal, haben wir geschafft. Hab den gedrückt statt F. Wundervoll gemacht. Ja, auch keiner versagt, ne? Im Film hast du immer so einen, der mal alles kaputt macht, wie Ron Weasley oder so. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Haben wir einen schon mal hier Und drin? Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Freut mich. Ich weiß aber nicht, ob es all die Zusatzaufgaben gebraucht hätte. Ich weiß, dass Sie ohne sie nicht so erfolgreich gewesen wären. Nein. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie einen beeindruckenden Idurus-Trank brauen. Hoffentlich werden Sie ihn in nächster Zeit nicht brauchen, aber wenn er gebraucht wird, ist er sehr nützlich. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatten Ihre Treffen mit dem Hauselfen von Professor Black und die Erkundung der zahlreichen Höhlen unten am See irgendwie mit Professor Fig zu tun? Sag mal nein. Nicht doch. Ich war von den Geschichten über einen Riesenkraken fasziniert und wollte mehr erfahren. Dann traf ich auf Scrope, der mir sein Wissen gerne weitergab. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Schließen. So. Maschallah. Das waren die Seit Feldcroft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes. Ich erkläre es. Oh. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert. Oha, jetzt aber ich jetzt habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, kommen der Kobolds spricht. Bisschen, ne? Aber keine Ahnung warum. Hey, hab ich die Kiste genommen? Warte mal. Was ist nicht hier? Wo ist denn die Kiste? Wie dieser Raum leckt. Ja, okay, ist auch Stufe 1er. So, nein. Nein. So. Hey. Bin ich jetzt hier? Was? Eine Sphinx-Statue.
auch alles voll mit Türen. Verkaufen. Aber offline marsch das einfach mal. Was haben wir denn alles? Das muss man identifizieren. Wir müssen auch identifizieren alles. Ja, guck mal, was ist das für eine Scheiße hier? Zerstör die Scheiße. Das ist ja grüner Apfel. Zwei identifizierbare Objekte. Das ist ein Dokument. Professor Binz. Okay. Das ist hier nix. Wo geht's hier lang? Okay. Oh, warte mal. Scheiße, da oben ist ein Ding. Oh nee. Wo kommst du denn hin? Das kann ja nicht hier sein. Schade. Kannst du weg verbissen. So, Akio! Den, ja. Das ist Stufe 2. Ich bin auch gespannt, wann wir jetzt Stufe 2 endlich bekommen. Lumos! Nee. Geh jetzt nochmal. Da. Legiosa! Das ist ja so ein Kaleidoskop, ey. Akio! Impulso! Darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Impulsorum 2. Aber. Wir hatten den ersten Jahr gemacht. Ich hatte aber irgendwie noch einen betreten. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt das Schwere war. Wenn es hier nichts ist, dann gehe ich einfach raus wieder. Oh nee, Digga. Lass ich mir das offline machen. Wir sehen es ja gleich. So, da bin ich wieder mit einem neuen Look. Ich habe jetzt den Umhang abgelegt und den Gewand jetzt genommen. Den Gewand. Und jetzt gehen wir der Hauptquest hinterher. Schön, jetzt schon. Hey. Zu langsam! So, nee. Das war der Clown, okay. Okay, weirdo. Weil ich hochgehe, weirdo. Revelio! Gibt's hier was? Oh, hallo! Ach, ja. Nein! Hallo, Amit. Wollt das Ding. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich! Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Lodgok. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist
Gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut. Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt diese darauf. Diese Stimme aber vermisst, ne? Dieses ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Lord Gok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Okay. Nein, ich... Sehr gerne. Ich freue mich. Das hier. Das hier. So. Du Eisen, jetzt schnell. Oder warte, kann man... Nee, hier kann man nicht den Besen holen, ne? Nee. Dann, reisen wir so. Kein Bock, jetzt die ganzen Treppen runterzustiegen. Ach du Scheiße, wo ist denn das denn? Von hier aus. Wenn man Besen dann gut ist. Ja. Ich sehe gerade auch, dass Gamecatcher auch manchmal mal pausiert. Ob das wegen den Ladebildschirmzeiten ist. Nee, pausiert einfach mittendrin. Auf einmal hast du einen krassen Übersprung. Bin ich auf einmal ganz woanders. Wisst ihr? Ja. Besen ist schneller. Warte mal. Da müssen wir hin. Arjun. Ich muss jetzt mal wieder klarkommen mit der Steuerung. Hier sind wieder. Oho, welch angenehme Überraschung. Check it up. B statt der C. Ja, wahrscheinlich damit, ne? Selbst Merlin stolz. Hätte er nach hier erstmal hingehen sollen. Na gut, dann mal. Einer von 20.000 Prüfungen. Ist jetzt eh so weit da, deswegen da hatte ich mir gekommen. Nimm mal den. Die Prüfung mit. Oh nee. Berries. Eine Trompete. Trompete.
Ey, muss ich echt den Besen auspacken? Die 3 Meter. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hier ist noch eine Prüfung. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Revelio. Was müssen wir jetzt machen? Aua. Oh, hab ich erschrocken. Ich sehe gerade nur die Truhe. Die Fluffy. Er stößt sich wohl und dann erschrecke ich mich, ey. Was soll das? Revelio. Was ist hiermit? Descendo. Repulso. Descendo. Repulso. Vielleicht gleich rein. Aber keine Ahnung, was das mit dem Ding jetzt auf sich hat. Was ist hier? Ah, warte mal. Ach, hier. Da rollt er. Der Roll, der Kullerte. Oh, das Kullerte aber noch mehr. Sieht interessant aus. Oh, 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 oh. Falsch, 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 falsch. Oh nein, oh nein. Akio! Weiter runtergesegelt. Ey. Repulso. Descendo. Scheiße. Scheiße auf die Kugel. Nicht so weit runtergesegelt. Genau in die verkehrte Richtung. Ich hoffe, das Ding wird nachher zurückgesetzt oder wie auch immer. Ich habe jetzt gar keinen Bock drauf, komm. Ah. Revelio. Was ist hier? Ich hab, wie fallen hier runter, ey. Bevor hier irgendwas passiert, gehen wir mit der Rauchquest. Sie haben meine Rolle erhalten. Ein Freund, der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren.
Sie beschrieben Behältnisse, die Brackbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Ranrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Ranrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Ranrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ameth. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Nur Lord Gok. Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Ranrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Ranrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Ameth und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Okay. Ah, das ist genau das hier, okay. Was für ein Kessel hier? Hier.